Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Heute wollen wir die Einführungsquest zum neuen Kapitel Elsewhere machen. Das steht ja schon in den Startlöchern. Also wenn man vorbestellt hat, kann man es schon nächsten Monat spielen. Also schon ist gut. Ich habe es vor 2 Monaten, glaube ich, oder vor 1,5 vorbestellt. Also ist schon eine Weile her. Wir stehen jetzt hier gerade in Auridon. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Genauer gesagt in Wuckelwacht. Hier oben in der Nähe von dem von der Ereignishändlerin. Und neben uns ist die gute Anais Davo. Mit der sprechen wir jetzt. Wenn ich so dreist sein darf, ihr passt zu der Beschreibung, die man mir gab. Ich habe eine Nachricht, die ich euch überbringen soll, wenn es euch recht ist. Eine Nachricht? Von wem stammt diese Nachricht? Ein alter Magier hat mich angeheuert. Er nannte sich Abnur Tarn und behauptete, ein Kampfmagier in Diensten von Kaiser Varen Aquilarios zu sein, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Er war recht beharrlich in seiner Forderung, dass ich euch finde und euch seine Worte genauso überbringe, wie er sie mir vortrug. Wie lautete die Nachricht? Vergebt mir, aber ich kann seinen überheblichen Ton nicht nachahmen. Der große Abnur Tarn bedarf eurer Unterstützung. Mit ihr können wir den Krieg der 3 Banner beenden. Meldet euch umgehend, wenn nicht gar früher. Er bat mich, seinen Aufenthaltsort auf eurer Karte zu markieren. Ich werde Abnur Tarn aufsuchen und herausfinden, was es mit alledem auf sich hat. Die Dämonenwaffe. Übrigens, wer sich wundert, dass ich diesmal nicht mit meiner Main spiele. Ich habe das Ganze leider schon mit meiner Main gespielt. Ja, dementsprechend muss ich das jetzt mit meinem zweiten Liebling sozusagen, also mit meiner Templerin machen. Wir haben eine Markierung hier direkt bei der Bank. Da ist der gute Abnur auch schon. Immer ein Vergnügen, Tarn. Versucht die Steine nicht zu verlieren. Ah, Entseelte, wie freundlich von euch, mich aufzusuchen. Ich bin auf etwas aufmerksam geworden, was die Zukunft Tamriels und des Kaiserreichs verändern könnte. Wenn wir die Gunst der Stunde ausnutzen wollen, sollten wir sofort aufbrechen. Über welche Art von Situation sprechen wir? Eine Lage, die den Krieg der 3 Banner beenden und Aeren, Emmerich und Jorun wieder zur Vernunft bringen könnte. Während diese Gören sich um Territorien zanken, leiden das einfache Volk und das Reich. Wir haben hier eine Gelegenheit und wir müssen sie beim Schopf packen. Was für eine Art von Gelegenheit kann denn den Allianzkrieg beenden? Einfach gesagt, habe ich gerade 2 Hälften einer uralten Tafel gekauft, den Grollstein. Er ist eine Karte, die uns zu einer Waffe führen wird, deren Existenz alle Seiten dazu zwingen sollte, ihr angriffslustiges Verhalten einzustellen. Helft mir, diese Waffe zu beschaffen, und wir können den Krieg beenden. Ich helfe euch, diese Waffe zu finden. Wir müssen uns beeilen. Selbst jetzt folgt mir jemand und widersetzt sich meinen Bemühungen, ihn oder sie zu identifizieren. Während ich mich um diese Bedrohung kümmere, müsst ihr mit dem Prozess beginnen, um den genauen Standort der Triangulanten ausfindig zu machen. Ohne sie ist die Karte wertlos. Triangulanten? Ist das überhaupt ein echtes Wort? Natürlich ist es das. Ich habe es gerade erfunden. Derzeit zeigt die Karte auf dem Grollstein keine markanten Kennzeichen. Ohne die Triangulanten habe ich keinen Kontext, um die Karte zu lesen. Ich kenne aber einen Khajiit-Wissensbewahrer, der dabei behilflich sein kann. Wie kann ein Khajiit-Wissensbewahrer uns helfen, eine uralte Waffe zu finden? Auf beiden Hälften der Tafel befindet sich ein Teil der Karte und eine Inschrift. Kunsari und die Dämonenwaffe. Der Schlüssel, um die Triangulanten zu finden, steckt in dieser khajiitischen Sage. Wir müssen Dagariel Droh überzeugen, uns an Geschichtenerzähler zu verweisen, die die Legende kennen. Wo kann ich den Wissensbewahrer finden? Dagariel Droh hält sich oft an der Küste von Auridon auf. Wir müssen ihm aber ein Geschenk mitbringen und ich weiß, dass er Dämmerpilze ganz besonders mag. Sammelt die Pilze in den Ruinen von Bevan. Trefft mich danach im Lager des Wissensbewahrers. Ich markiere den Standort auf eurer Karte. Ihr scheint bereits eine Menge über khajiitische Legenden zu wissen. Ich weiß eine ganze Menge Dinge.
aber kaschitische Legenden neigen dazu, sehr aufgebläht und verworren zu sein. Der Wissensbewahrer muss uns an den geheimen Orden von Geschichtenerzählern verweisen, den man die Mondsänger nennt. Nur sie können uns den rechten Weg aufzeigen. Sammelt jetzt die Pilze für Dagaril Droh. Woher habt ihr den Grollstein? Ein Kollege von mir verwies mich an die gelehrte Taraya, die einwilligte, mir die Tafel zu überbringen. Sie entdeckte die beiden Hälften im Frostgewölbe und in Galas Malatar und wagte es dann, ein kleines Vermögen von mir zu verlangen. Immerhin bilden die Tafeln jene Karte, die wir brauchen. Eine Karte? Ihr wisst also, wohin wir müssen, um die Waffe zu finden? Die Tafeln erwähnen Kunsari und die Dämonenwaffe, die er an einem uralten Ort der Macht versteckte. Aber die Karte ist unvollständig. Sie erfordert Triangulanten, die als Orientierungspunkte dienen. Ohne sie ist sie wertlos. Da kommen die Geschichtenerzähler ins Spiel. Was für eine Waffe wäre stark genug, den Krieg aufzuhalten? Die schriftlichen Aufzeichnungen schweigen sich zu diesem Sachverhalt aus, aber den Tafeln zufolge hat Kunsari die Dämonenwaffe versteckt. Das ist die beste Übersetzung, die ich zuwege brachte. Dämonenwaffe. Ich glaube, es ist dasselbe Relikt, mit dem Königin Anekina den ersten Krieg der Mänen beendete. Königin Anekina? Erster Krieg der Mänen? Kaschitische Legenden, die jeweils ein Körnchen Wahrheit enthalten. Königin Anekina führte das mächtigste der 16 kaschitischen Königreiche. Es nahm sogar ihren Namen an. Als die Kaschit in den ersten Krieg der Mänen verwickelt waren, setzte Königin Anekina ein Relikt ein, um den Frieden wiederherzustellen. Wer war denn Kunsari? Ein legendärer Held der Kaschit. Die Geschichten über ihn neigen dazu, ins Fantastische abzugleiten, weswegen wir die Wahrheit von den Lügen trennen müssen. Sobald wir die Geschichten zu Kunsari und den Dämonen gesammelt haben, werden wir Hinweise finden, die uns zu den Triangulanten führen. Werdet ihr mir helfen, die Pilze zu sammeln? Ich soll mir die Hände schmutzig machen? Ich glaube kaum. Und habt ihr denn nicht aufgepasst? Jemand verfolgt mich, seitdem ich mich für dieses Unterfangen entschied. Trotz meiner Bemühungen bleibt mir die Identität meines Verfolgers aber lästigerweise verborgen. Oh. Nur ein Magier von großer Macht könnte sich vor mir verstecken. Sollte ich mir Sorgen machen? Ich bezweifle, dass mein Verfolger an euch interessiert ist. Warum meint ihr, dass ich um eure Hilfe gebeten habe? Dank eurer verhältnismäßigen Bedeutungslosigkeit solltet ihr unbelästigt reisen können. Sobald ich mich um meinen Verfolger kümmern konnte, stoße ich in Dagaril Drohs Lager zu euch. Okay, ich mache mal eben den Chat hier unten aus, den habe ich eben nämlich vergessen. Also, dann müssen wir wieder rausgehen. Und schauen mal, wo die Sache mit dem... das ist was anderes, okay. Wo die Sache mit den Pilzen markiert wurde. Die Dämonenwaffe. Sammelt Pilze. Ach so, im Bewahren. Okay. Das ist hier, genau. Das pocht jetzt auch so schön, sehe ich gerade. Das war früher nicht so. Dann reisen wir doch mal dahin. Ja, ist beides jetzt nicht so besonders nah. Pilze aus einem Verlies. Ich will gar nicht wissen, was das für Pilze sind. So, das hatte ich schon alles erledigt. Die Frage ist jetzt hier, übers Wasser komme ich, glaube ich, nicht. Oder? Ja. Wir reiten mal lieber den langen Weg. Nachher bin ich da irgendwie am Rumwursteln und bin dann doch falsch. Und das wäre etwas doof. Da sehe ich aber gerade was. Da sehe ich zwei Sachen. Die muss ich mal kurz mitnehmen.
Ich habe nämlich schon länger nicht mehr so sammeln können. Da bin ich natürlich über jedes kleine Pflänzlein dankbar. Sehe ich hier eine Akelei? Ich sehe eine Akelei. Ich habe zwar noch an die 1000 Akeleien, aber ich nehme gerne jede mit. So. Gibt es hier irgendwo einen Ort, wo es nicht ganz so weh tut, runterzuspringen? Nein, offenbar nicht. So, mal schauen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt sehr lange nicht mehr mit dem Char gespielt. Oh, hier ist alles unter Wasser. Ach, er hat ein Kostüm an. Also, beziehungsweise ist kein Kostüm, es ist... nee, da können wir noch nicht rum. Da wollen wir nicht rum. Ganz Zeit. Ganz Zeit. Oh, ich muss aber hier hoch. Nein, das ist hier unten. Jungs, ich dachte, ihr verfolgt mich. Okay, dann halt nicht. Dann nehmen wir schon mal den ersten Pilz. Ich hab so... das Gefühl, dass hier noch jemand auf der Suche nach den Pilzen ist. So, mal eben schauen. Geradeaus durch. Ja, mach du mal. Kämpf du ruhig. Ups, das war die falsche Taste. Hallo? Ach, den habe ich gar nicht auf... Ah, den habe ich auf der ersten Liste liegen. Okay. Gut, ich habe mich vertan. Guten Tag. Ganz ehrlich, für so Verliese lohnt es sich gar nicht, da jetzt irgendwie groß Taktik zu nutzen oder so. Schlaf weiter, ich will nur den Pilz. So, guten Tag. Genau, geh bloß nicht an dem vorbei. Aber egal, er ist ja schon tot. Komm, ich helf dir mal. Bitteschön, gern geschehen. So. Machen wir auch nochmal den Boss zwischendurch. Hey, ich hab doch geblockt, du Idiot. So, jetzt können wir wenigstens in Ruhe nach den Dingern gucken. Ah, ist das jetzt von links oder von rechts? Ne, es ist von links. Ja, müssen wir an der Schlange vorbei. Okay. Genau, Pony. Einfach über die Schlange drüber reiten. Hast du gut gemacht. So. Jetzt müssen wir mit jemandem sprechen, wo ich nicht weiß, wo er ist. Wir laufen hier einfach mal ein bisschen durch. So, entweder ziehe ich euch und mache euch am Ende. Oder ihr haut ab. Eins von beiden. Mist. Oder ich bleib hier drin hängen. Das kann natürlich auch sein. Hallo. Machst du mal was? Passt das? Danke. Hallo. Sauerei, ehrlich.
So. Nerv nicht. Ich will nur raus. Ich will dir doch gar nichts tun. Natürlich. Toll. Jetzt verballere ich hier meine ganze Magika und dann hauen sie doch ab. Ach ja, ich hatte die Ladezeiten vergessen. So. Der ist ganz oben in der Ecke. Da. Ja, geil. Da ist auch nicht wirklich was, wo wir hinpotten können. Das heißt, wir können da quasi komplett zu Fuß hinlaufen. Beziehungsweise hoch zu Ross. Meins, meins, meins. So. Soll ich nochmal schauen? Das war schräg links geradeaus, okay. Weil das Problem ist... Ah, doch, wenn ich da entlang laufe, müsste ich dabei hinkommen. Weil da kommt man nämlich nicht überall hin. Die nehmen wir aber noch mal kurz mit. Und habe direkt einen robusten Zweig mitbekommen. Das ist ja lustig. Was bist du denn? Ach so, okay. Ich wollte dich gar nicht nehmen, aber wenn ich jetzt schon mal hier... Wenn ich schon mal hier hocke, dann nehme ich dich direkt mit. Ich dachte eigentlich, du wärst was anderes. Hab mich verguckt. Entschuldige, Gänse. Ich muss dazu sagen, dass das hier meine dritte Handwerkerin ist, aber die ist so überhaupt nicht ausgebaut dazu. Also noch nicht hundertprozentig ausgebaut. Ich würde aber sagen, dass wir hier am Wasser entlang reiten. Sollte eigentlich, da war noch eine Blume, die nehmen wir jetzt mal nicht mit. Ups, nein, ich wollte nicht absteigen. Ich wollte eigentlich springen, oh nein. Na komm, ups. Dich nehmen wir noch mit. Dich finde ich so selten. So, guten Tag, die Dame. Der Herr, Entschuldigung. Ah, Wanderin. Frohe Kunde und von Herzen kommende Grüße. Dagaril Droh fragt sich, was euch an diesen ruhigen Ort führt. Dieser hat nur selten Besuch. Wartet, wartet. Hier riecht etwas köstlich, ja? Habt ihr vielleicht Dämmerpilze in eurem Bündel? Eigentlich habe ich die Dämmerpilze sogar nur für euch mitgebracht. Dämmerpilze? Für Dagaril Droh? Was für ein freundliches und großzügiges Geschenk für diesen alten Sack aus Fell und Knochen. Doch selbst Geschenke sind selten umsonst. Sprecht, und dieser wird zuhören. Vielleicht sogar helfen, wenn es im Rahmen seiner Möglichkeiten ist. Abnotan sagt, ihr könntet uns den Weg zu Mondsängern weisen, die die geheimen Geschichten von Kunzari kennen. Ist das so? Was hat dieser alte Magier sonst noch erzählt? Und warum interessiert sich ein uralter Kampfmagier für einen Geheimbund von Geschichtenerzählern und einen vergessenen Helden namens Kunzari? Ah, sei's drum. Für Dämmerpilze wird dieser euch alles erzählen. Hier sind die Dämmerpilze.
Jetzt sagt mir, wo ich die Mondsänger finden kann. Oh, das wird eine wunderbare Suppe. Vielen Dank. Drei Mondsänger bewahren die geheime Geschichte von Kunsari und dem Dämon. Und zwar jeweils einen anderen Teil. Sucht nach Asargo Langmeer im Rotfell-Handelsposten, Miss Bina im Bandari-Handelsposten und Satari in Knurka. Ich werde Abnotan von den Mondsängern erzählen. Hat er mich jetzt erschreckt? Ich sehe, ihr habt es in das Lager des alten Wissensbewahrers geschafft. Waren die Dämmerpilze nach seinem Geschmack? Ja, er sagt, dass wir zum Rotfell-Handelsposten, zum Bandari-Handelsposten und nach Knurka müssen. Gratwald, Malabaltor und Schnittermark. Keine einfache Reise, aber ich kann sie erträglicher machen. Erlaubt mir euch, ein Portal zum Rotfell-Handelsposten zu öffnen. Spürt den ersten Mondsänger auf und hört euch den Anfang der Geschichte von Kunsari an. Ich komme bald nach. Ich werde das Portal benutzen und Asargo Langmeer suchen. Dieses Portal wird euch zum Rotfell-Handelsposten bringen. Ich komme nach, sobald ich dem alten Großvater meinen Respekt erwiesen habe. So kann man es auch nennen. Durchsucht ruhig meine Bündel. Ihr werdet nichts finden. Nee, zu dir wollte ich gar nicht. Dieser ist unschuldig. Sagt es ihr, Gobani. Zu dir wollte ich. Kunsari sprach, nicht ich selbst, Dämon. Ich versammle eine Krajun, eine Gemeinschaft der Helden. Angefangen mit dem Altmeer, Nurarion der Perfekte, der unter den vergrabenen Wurzeln der Aileidenwürmer verkehrt. Dies sind die Worte, und die Worte sind wahr. Okay. Muss ich jetzt nochmal mit dir reden? Doch, anscheinend. Dieser erkennt, wenn jemand die Geschichten so sehr liebt wie er. Wollt ihr noch eine hören? Der Garil Droh hat mich geschickt. Ich muss die Geschichte von Kunsari und dem Dämon hören. Der alte Großvater schickt euch. Interessant. Dieser kann euch nur sagen, was er weiß, und Asargo kennt nur den Anfang der Geschichte. So ist es bei unseren großen Geschichten und den Geheimnissen, die in ihnen stecken. Seid ihr euch sicher, dass ihr sie hören wollt? Ja, bitte erzählt mir den Anfang der Geschichte. In der Zeit vor der Zeit, als die 16 Königreiche kaum mehr waren als 16 Stämme, bestand der große Held Kunsari zahlreiche Abenteuer. Nachdem Kunsari den Riesen Drohl bezwungen hatte, indem er 401 Mondzuckerkuchen verschlang, traf er einen Dämon. Einen Dämon? So etwas wie eine Dedra? Nein, eine andere Art von Dämon. Nun seid still und hört zu. Der Dämon sagte, meine Brüder und ich werden dieses Land und seine Schätze an uns nehmen, selbst die Monde vom Firmament. Kunsari protestierte, doch der Dämon lachte. Ihr könnt uns nicht stoppen, kleines Katzending. Was tat Kunsari? Kunsari sprach, nicht ich selbst, Dämon. Ich versammle einen Krajun, eine Gemeinschaft der Helden, angefangen mit dem Altmeer, Nurarion der Perfekte, der unter den vergrabenen Wurzeln der Aileidenwürmer verkehrt. Dies sind die Worte, und die Worte sind wahr. Vielen Dank, Mondsänger. Abnur! Was für eine spannende Geschichte. Wenn ich doch nur meinen Schatten so leicht abschütteln könnte wie Kunsari. Nun, alles macht. Wenigstens weiß ich jetzt, wo der erste Triangulant zu finden ist. Der erste Triangulant? Ja, der Triangulant. Der erste Bezugspunkt, der es uns erlauben wird, die Karte zu benutzen und die Waffe zu finden. Wir müssen aber mit Bedacht vorgehen.
Mein unbekannter Verfolger setzt Magie ein, die ich nicht durchdringen kann. Ich muss meine Energie für den Fall der Fälle aufsparen. Wohin muss ich, um den ersten Triangulanten zu finden? Der Ort wird in der Geschichte des Mondsängers beschrieben, der Abschnitt über Nurarion, den Perfekten. Es ist so klar wie der Himmel an einem wolkenlosen Tag. Unter den vergrabenen Wurzeln der Eileidenwürmer. Das bezieht sich auf einen Ort, den ich gut kenne, die Wurmwurztiefen. Ja. Die Wurmwurztiefen? Ich glaube, ich habe diesen Ort schon besucht. Euer Gedächtnis ist hervorragend. Wir haben diesen Ort auf der Suche nach Sai-Sahan erforscht. Irgendwo in den Wurmwurztiefen haben die alten Khajiit einen Bezugspunkt versteckt, der uns einen Schritt näher an die Waffe heranbringt. Ich treffe euch dort. Ich werde euch in den Wurmwurztiefen treffen. Ja, wie oft bin ich da schon gewesen? Mit jedem Char, hier oben war es, ne? Ja. Ach, wir sind ja direkt in der Nähe, sehe ich gerade. Da brauchen wir gar nicht reisen. Komm ich hier hoch? Was wollen? Ah, ja, okay. Mit jedem Char bin ich dahin gereist und habe immer wieder die ganzen, die Hauptquest und die ganzen Gildenquests gemacht. Und da man pro Konto 15 Chars haben kann, ist das nicht wenig. Zumal ja auch schon mal der ein oder andere gelöscht wurde. Und durch einen anderen ersetzt wurde. Nur, altes Haus, kommst du mit mir? Der typische Geruch dädrischer Hexerei. Er ist ebenso widerwärtig wie durchdringend. Eure Hätten wir dem Typ mal den Arsch hier. Wenn auch unkultiviert sein. Am Ende müssen wir hin. Wir müssen nicht am Ende hin, wir müssen ans Ende hin, aber egal. Komm, der hält nicht viel aus, komm zu mir. Ja, folgt mir einfach, alles gut. Ich kann mich ja heilen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, kann sein, dass du gleich angegriffen wirst, aber bleib ruhig stehen. Ach, jetzt wollte ich gerade sagen, da ist ein Totem. Ich habe zu viel DBD gespielt. Kuckuck. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Genau, laufen wir jetzt erstmal gegen eine Wurzel. Das ist genau das, was ich jetzt brauchte. Geheimer Eingang. Es sieht übrigens sehr schön aus hier. Man sieht mal wieder nicht viel. Aber es sieht sehr schön aus. Ich bin mir nicht sicher, was ich erwartet hatte, aber das war es garantiert nicht. Sieht aber geil aus. Die alten Khajiit wollten, dass wir richtig schuften müssen, um die Triangulanten zu entdecken. Ja, hast du denn irgendeinen Hinweis für mich? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Moment, also hier unten sind Bilder drauf. Hier ist was zu lesen. Wenn Jono und Jode in ihrer Fülle das leere Firmament erblicken, erblickt Tunsari den Pfad zur Erkenntnis. Dies sind die Worte und die Worte sind wahr. Was sollen wir jetzt angucken? Abnur. Ich war hier gerade mal zählen. Ah, Moment. Hier sind auch Abbildungen.
Faszinierend. Es muss etwas Salz? Mit der Richtung des Lichts zu tun haben. Das muss wahrscheinlich hinten in die Mitte, nehme ich mal an. Ah, nee, das muss nicht in die Mitte, die müssen wahrscheinlich alle getroffen werden, denke ich mal. Laut dem Gedicht sind die Vollmonde und die Neumonde der Schlüssel. Die Vollmonde und die Neumonde. Okay. Das, hier ist ein Fackelkäfer, den nehmen wir nochmal eben mit. So, Moment, wir haben jetzt, der hier müsste quasi auch noch angescheint werden, denke ich mal. Angescheint werden, was ist das denn für ein Deutsch? Einfallsreich für einen Haufen alter Katzen. Oder warum nicht? Warum werft ihr nicht einen Blick in die Truhe, bevor wir zum Bandari-Handelsposten reisen? Okay, also ich habe jetzt hinten den Vollmond gedrückt, habe danach, glaube ich, das zweite gedrückt, dann das rechts in der Ecke und dann nochmal das zweite. Kommt doch! Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Falls ich jetzt Blödsinn rede, spult einfach nochmal zurück. So, ab nur. Wo bist du? Nur die Mutigen reisen jetzt noch auf diesen Straßen. Das ist nicht Abnur. Sprecht mit Abnotan. Wir sollten gar nicht... Oh, da steht er. Ach, das ist aber auch gemein hier. Das ist direkt daneben. Wisst ihr, die Legende von Kunsari ist interessanter, als ich sie in Erinnerung hatte. Das muss an der Präsentation von Mondsängerin Miss Bina liegen. Ansatzweise unterhaltsam. Für jemanden von herausragendem Intellekt hat sie den Fundort des nächsten Triangulanten recht deutlich gemacht. Also jemanden wie mich. Habt ihr nun herausgefunden, wo sich der nächste Triangulant der Karte befindet? Natürlich. Nur die Schwarzrankenruinen in der Nähe können mit dem Eileiden-Versteck der kriechenden Ebenerzpflanzen gemeint sein. Ich mochte fleischfressende Vegetation noch nie. Ich treffe euch in den Ruinen, nachdem ich noch einmal versucht habe, meinen schwer zu fassenden Verfolger zu enttarnen. Euch folgt immer noch jemand? Ja, und das mit dreistem Übermut. Ich hätte meinen Verfolger fast hier am Handelsposten gefangen, doch dann verschwand er in der Menge. Er ist wie eine Fliege, die mir um den Kopf schwirrt und die ich nicht erwischen kann. Jemand mit einem solchen Maß an Macht bereitet mir große Sorgen. Dann euch viel Glück damit. Ich treffe euch in den Schwarzrankenruinen.